Genau hier. Oh, what? Ich kann ihn hier nicht beschwören gerade. Vielleicht muss es ja doch Tag sein dafür. Also hat er immer nicht. Nein, da ist er. Oh Gott. Gefated. Sag mal ein Viertel HP weg. Oh, da kommen die Kackpilze hier wieder an. Muss man schön ein Auge offen halten für diese winzigen Kackdinger. Aua, er ist auf mir gelandet. Aber er ist oben. Ja, dann geh halt nach oben, du Spasti. Nope. Das fand er nicht so gut, was du ihm. Ey, hör auf, hier Bomben zu schmeißen! Hör auf! Hab ich nicht gesehen, wenn ihr auf Bomben macht. Das macht das scheiß Terrain weg. Holy fuck. Ah, geh weg von mir. Er ist tot. Ja, das war geplant. Ich merk schon. Toll, jetzt ist der ganze scheiß Boden hier weg. Ja, es war so viel Projektilschütter, da habe ich gar nicht gesehen, dass ich überhaupt auf die Bomben gekommen irgendwie. Ja, vergiss dann gleich nicht wieder den Beutel hier einzusammeln. Der ist hier, wo ich stehe etwa. Jetzt habe ich die Clown. Moment, hattest du die Clown schon? Die sind ganz witzig. Nee, ich habe sowas hier, was irgendwas schmeißt. Und ich hab dir die Clown schon mal gegeben. Aber ich will doch gar kein Melee-Scheiß. Warum nicht? Oh, ich habe Pillen bekommen. Stresspillen. Material, boostet meinen Schaden um 6%, Defense um 5% und maximal Movement Speed und Beschleunigung um 5%. Revengeance Drop. Wie schlecht. Jetzt hat er mir die Clown schon wieder entgegengeworfen hier. Ja. Denn der Kackbeutel, habe ich den jetzt schon? Ich muss erstmal den Scheiß hier reparieren. Ja, wahrscheinlich. Der lag hier, wie gesagt, wo ich gerade bin. Inventory. Also im Inventory sehe ich keinen. Okay, wenn du ganz viel Pech hast, ist vielleicht auch keiner gedroppt für dich. Das geht ja. Manchmal, per Bug oder so. Oder wenn man halt gerade tot ist. Ich weiß es nicht so genau. Es ist ja super gay. Dann habe ich gar nichts gekriegt. Auch nicht in dem Loch da unten liegt irgendwas? Also unten siehst du da etwas? Da liegt ein Erdblock, mehr nicht. Okay, und hier rechts auch nichts oder so. Ach doch, da lag's. Ah, wollte schon sagen. Und Stresspilz. Ja. Direkt. Klingt ja gar nicht so schlecht. Direkt ready für die nächste Runde. 6% mehr Damage, 5 Defense. Kann man ja, ziemlich gut Gold farmen hier. Ich habe schon wieder 23 Gold am Start. Ich habe 9. Ich muss mal ein bisschen ausmisten, ich habe wieder so viel Zeug. Ja, ich glaube, ich habe dein Gold von eben eingesammelt alles. Okay, jetzt habe ich auch die Krallen gekriegt. Das komische Consumable, den kann ich ja wegmachen, ne? Ja. Das kannst du in die Tonne kloppen. Okay, dann habe ich gar nichts Neues gekriegt. Ja, dann können wir nochmal machen. Du kannst ja auch dieses Ding hier nehmen, falls du so ein Ding noch hast. Nee, habe ich nicht mehr. Okay, das hat relativ viel abgezogen. Ja, das ist auch, wenn ich es machen kann. Ja, mach ruhig. Okay. Warte. Du musst wieder an der richtigen Stelle stehen. Ah, da. Es ist hier so ein Kackauge am Start. Piss dich, Mann. Wenn wir schon auf die Pilze aufpassen wieder. Dieser Nox hier. Das Traurige ist, dass wir leider nie in der Musik an die Stelle kommen, wo der Beat richtig fett am Droppen ist, weißt du? Nein, weiß ich nicht. Ich kenne die Musik nicht. Ja, muss ich dir nachher mal zeigen. Oder in der Aufnahme später kurz einfügen oder so. Weil das ist halt die Stelle, wo ich in einer der letzten Aufnahmen auch erwähnt habe, diese Sache mit dem Oszilloskop. Hm. Stimmt, erinnere ich mich. Habe ich ja erst vor ein paar Tagen geguckt. Ich habe auch dieses Wurfding. Das Ding ist ziemlich gut, aber ja, am besten sind wirklich die Pilzminen gegen den Boss. Ich habe sogar plus 20% Speed und plus 10% Geschwindigkeit. Das heißt, das hat eine höhere Reichweite mit dem Speed. Also falls du deins gerade noch hast, können wir mal sehen, wie lange die sind. Wenn du jetzt straight nach oben schießt, siehst du, meiner ist länger als deiner. Es geht ja nicht um die Länge, es geht ja um die Breite. Breit sind die genauso. So, gucken. Tolles Geräusch hier. Stirb. Ich gehe aber auch erstmal ausmisten in der Base. Ja, ich muss irgendwie nach jedem Kampf hier mein komplettes Inventory weg leer machen. Nein, ich merke gerade, wir haben ja überhaupt keinen Spiegel für schnelles Zurückteleportieren hier am Start. Krass. Ein hasty Fungalklump. Ey, die NPCs sind da aus den Löchern rausgekommen. Krass. So, ist das ja, irgendwie hat er jetzt nicht viel gedroppt, der droppt aber eine Menge Gold.
Ja, der hat auch nicht so eine riesige Variety. Du bist mit Ich habe jetzt Defense? Nehme ich gerne. 40 Gold. Wir nehmen ja einfach das gleiche Sparschwein, ne? Ja. Du hast dein eigenes Inventar Boah, da. jetzt habe ich einen Platin-Coin. Oh, ich zwei Hufeisen. Hast du schon ein Hufeisen? Das habe ich dir gerade zugeworfen, weil es mich zugemüllt hat. Okay, ich glaube, das brauchst du noch. Ja, dann kannst du es ja in die Kiste machen. Ich kann jetzt nichts mehr tragen. Das sorgt dafür, dass du keinen Fallschaden mehr nimmst, by the way. Ich dachte, das wäre relativ wichtig. Schau, Ja, jemand, der war geht ja auf so. die Checklist weiter. Ah, es wird Zeit, in die Crimson zu gehen. Das machen wir jetzt. Nein, chill mal. Eater of Worlds. Genau. Okay. Damit wir endlich mal bessere Ausrüstung bekommen und bessere Werkzeuge. Weil wenn wir den gekillt haben, Dann kommen die Theoreten. können wir eine bessere Pickaxe auch mal haben. Ja. Und eine bessere Axt. Alles besser. Ich habe ja schon die Great Bay Pickaxe. Ah ja, ich habe auch hier ein Lore-Item bekommen von Krabulon. Okay, Party-Time. A crab and its mushrooms, a love story. It's interesting how creatures can adapt given certain circumstances. Ja, Krabben, die Pilze wachsen lassen. Warum nicht, ne? So, ich hatte dir vorhin noch diese Blume gegeben. Ja, die habe ich in eine von den Kisten gestopft. Ja, schau ich mal kurz, wahrscheinlich Accessoires? Nein. Weil wenn du ein Magier sein willst, wird das wichtig für dich, weil wenn man es weiter verkraftet. Wo ist der Guide? Da. Wird es halt zum Item, was dafür sorgt, dass der automatisch deine Mana-Tränke im Inventar lutscht, wenn du kein Mana mehr hast. Also kannst Okay. du halt nonstop magizieren. Oh, eine Waffe gibt's auch. Die Mana-Rose. Mana-Blume, eine Mana-Potion. Das heißt. Wo ist der Trader? Das weiß ich, das noch das Rezept. Wir kaufen uns zwei normale Lesser Mana Potions. Wir brauchen Sand. Haben wir Sand? Blöcke. Wir haben sechs Sandblöcke, sollte reichen. Warum Ich haben wir habe keine Sand? Ahnung, was du von mir willst, aber mach ruhig. Von dir will ich gar nichts. What the fuck? Geh mal weg. So, aus dem Sand machen wir Glas. Aus dem Glas machen wir. Aus dem Glas machen wir Flaschen. Das sind die Flasche. Die stellen wir jetzt hin. Auf den Tisch. Und wie es im Real Life genauso ist, kannst du, sobald du eine Flasche vor dir hast, alle möglichen Tränke craften, ne? Das stimmt. So geht mir das jedes Mal. Deswegen steht hier neben meinem Laptop immer eine Cola-Flasche. Genau. Und jetzt nehmen wir noch zwei Lesser Mana Potions, einen Pilz und craften an der Flasche eine richtige Mana Potion. Die 100 Mana regeneriert. Aber die trinken wir nicht. Nein, 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 nein. Das machen nur die coolen Kids. Wir verwenden die. Oh, hallo Painter. Ja, jetzt werden die Wohnungen langsam voll. Ich glaube, wir müssen bald mal die Möbel da oben reinstellen. Wir verkraften die und zwar keine Ahnung wo. Guide. Hör auf, da unten zu gammeln. Was benötige ich für eine Crafting-Station? Tinkerer's Workshop. Oh, bunte Farbe. Ich glaube, den Goblin haben wir noch gar nicht. Ne, wir haben doch erst gerade eben die Goblin-Armee gemacht. Müssen den jetzt irgendwie finden in den Höhlen oder so. So, wir haben noch genau eine Wohnung frei. Also mache ich mal fix ein paar Möbel. Aber noch haufenweise Holz. Ja, wenn du jetzt noch rumgimmst, dann benutze ich jetzt mal eine Teleportation Potion. Ja, schau mal, wo du rankommst. Cool, in der Hölle gelandet. Ich glaube, du bist immer noch nicht im grünen Team. Ja, geh mal ins grüne Team. Danke. Ah, jetzt sehe ich auch, wo du bist. Direkt unter mir. Ja, ich habe hier jetzt ungefähr 10 Pixel oder 10 Kästchen um mich rum, wo ich laufen kann. Der Rest ist alles zu. Aber ich mache das, was man da immer macht. Ich schmeiße einfach Bomben nach unten. Ja, solange du keine Bomben hier oben rumwirfst, ist alles gut. Traveling Merchant. Können wir gleich mal gucken, was der wieder krasses für uns drauf hat. Ich habe übrigens schon ein Platin zusammen. Ein Platin und 18 Gold. Ich auch.
Und du bist geschmolzen. Ja, weil so ein Kackvieh, was meine Steuerung umgedreht hat, glaube ich. Dann bin ich in Lava gerannt. Was sind denn Shingles? Shingles? Hier. Ich glaube, so nennt man hier diese. Wie nennt man das? Das, was man auf dem Dach packt. Also. Nicht Ziegel, sondern. Schornstein? Nee. Das Material, woraus Dächer bestehen. Ach so. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Schindel oder so, keine Ahnung. Die Ammo-Box können wir einfach hier in unser Haus kloppen und. Ich hab die auch schon gekauft. Zählt die für mich auch? Ja, ich hab die hier schon hingestellt. Okay. Die stellst du hin und die benutzt du. Und dann kriegst du einen Buff davon. Ein Extendo-Grip. Für 10 Minuten hast du dann eine 20%ige Chance, keine Munition zu konsumieren. Beim Benutzen von Waffen. Da habe ich es direkt mal gezeigt. 273 Schuss. Nein. Nein. Ich will auch so eine Shotgun haben. Ja. Das ist doch keine Shotgun. Das ist ja, ein Raketenwerfer oder so, was du da hast. Das ist, da hatte ich meine letzte sogar schon verkauft, leider, aber. Ja. Okay. Crimson. Wir brauchen Bomben. Ich habe ein paar wenig Bomben gerade am Start. Ich hab 400. Okay, ich kaufe mir noch ein paar, ne? Hast du nicht gesagt, wir müssen nur das eine Ding da kaputt machen? Nee, das ist der andere Crimson Boss. Wir machen den ersten zuerst natürlich. Da müssen wir, wie auch in der Corruption 3, so eine Orbs kaputt machen. Und dann spawnt er. Dass es in allen Spielen immer um Orbs geht. Ja. Das war ja auch immer ein heißes Thema im letzten GDQ. Wo alle so da waren alle so gehypt um Orbs. Also Orbs im Generellen. Einfach Kugeln. Orbs verbinde ich am ehesten mit Jack and Dexter. Ja, das gab's auch beim AGDQ 2019. Jack and Dexter. Auch mit ein bisschen Orbs. Auch wenn ich nicht mehr genau weiß, wo der Orbs waren. Das ist so das was bei Super Mario die Sterne sind. Vorsicht. Bei Jack and Dexter die Orbs. Geht's tief runter. Was ist denn Double Jump oder so? So, wir gehen hier schön weiter rein und. Was war denn die Taste, die man drücken muss, wenn man die Spitzhacke benutzen will, ohne sie zu equippen? Shift. Okay. Und da musst du mit der Maus drüber gehen, genau. Oh, guck mal! Kiste. Ein Schrein, ja. Da ist immer das gleiche Item drin. Aber ja. Ich zeig's mal. Kannst du sonst, glaube ich, gleich haben. Flash Knuckles. Gibt einem 7 Defense und Enemies greifen dich eher an. Willst du haben? Das ist eher was für dich. Sterbe ich vielleicht nicht immer sofort. Ja, muss ich auch erstmal ausrüsten dafür. So, den ganzen anderen Shit hier noch nehmen. Über uns ist ein Herz. Oh ja, das kann ich gut brauchen. Wie viel AP hast du? 220, ja. Dann lass mich mal kurz ein paar Sticky Bombs machen. Kriegt man das auch mit der Hacke weg? Die Blöcke? Ja. Nee, mit unserer momentanen Hacke nicht. Die sind zu scheiße. Ich habe eine, wo dran steht, die kann mir Theorie hacken. Okay, ja, da weiß ich nicht. Ich kann es ja mal probieren, wenn du willst. Vorsicht, Schleim. Na, sieht schlecht aus. Nee, kriegst du nicht kaputt. Dann brauchst du halt Crimson Hacke mindestens. Wo ist das Herz? Hab ich das schon aufgesammelt? Das musst du schon gesammelt haben, das hast du ja gerade weggesprengt. Habe ich das? Dann bin ich vielleicht gerade etwas blind. Ich hab's. Ah, du warum? Hast okay. Ja. Ja. Ja, wir haben gleich viel HP. Ich, aber nicht, ich war ja nicht mal in der Nähe, als du das gesprengt hast. Weil hier ist auf dich draufgefallen. Und ich stand ja nicht darunter, als gesprengt wurde. So, wir geben uns jetzt ganz vorsichtig hier runter, auch wenn das so aussieht, als wäre das unmöglich gerade. Mit den ganzen Spinnen. Ja, so sah es bei meiner Freundin in der Wohnung aus, als sie da eingezogen ist. Oh, das ist nicht so gut. So, halt mal die Gegner im Schacht, ich brauche hier schon mal Seil. Hier, lass uns versuchen hier voranzuschreiten. Ich finde dieses Ding hier gar nicht so schlecht. Ja, das ist ziemlich gut, um sich Gegner fernzuhalten. Guck mal, wie viel Geld hier liegt. Da haben wir uns schon mal hier den Ort gesichert. Ein Herz.
Yep, das ist eins von den Dingern, die wir abbauen müssen, um das Vieh zu beschwören. Oh, guck mal Soll ich das hier. sprengen? Kannst du schon machen. Na, hier ist so ein fucking Perforator-Hive. Richtig ekelhaft. Ich perforiere dich auch gleich. Oh, nee, lass mal. Nicht das Per. Nicht die Zyste hier kaputt machen, bitte. Oh, hier sind zwei Herzen. Drop doch immer ein Item für Muss ich dich. das jetzt noch sammeln, oder reicht das, dass ich gesprengt habe? Man kann es auch einsammeln, was da drin war. Ach, da ist was drin. Ja, kann die Pistole sein, kann ein Speer sein oder ein paar Accessoires oder so. Zuerst mal gucken, wie ich da reinkomme. Die Bombe durch so ein Loch geworfen, jetzt komme ich da nicht rein. Und zack, ich habe eine Halskette bekommen. So, noch nicht das dritte kaputt machen, ja? Falls du jetzt noch Nee, ein Herz ich hast. will erstmal da rein und gucken, was das gedroppt hat. Ich bereite hier erstmal ein bisschen Arena vor. Das ist aber eine komische Aussage. Ich habe was gesammelt, das heißt Intimidating the Undertaker. Ich glaube, den Undertaker kann man nicht intimidaten. Sicher? Wow. Ach ja. Das kann schießen. Gute alte Erinnerungen an die alten Zeiten, wo Wrestling noch cool war in der Kindheit, wa? Was benutzt denn das für eine Munition hier? Ich habe da gar nichts Munitionsartiges. Kugeln? Doch, du hast Doch, wahrscheinlich da. mit Kugeln aufgesammelt zu der Waffe. Aber ja. Warst du da auch damals im Hype drin, als du ein Kind warst mit dem ganzen Wrestling-Gedöns? Hype nicht, aber damals war es wesentlich cooler als jetzt. Ah, da gab es ja die ganzen coolen Sammelkarten und alles. Gut, das nicht, aber ich glaube, das hat auch viel an Charakter verloren, als man dann irgendwann gelernt hat, dass das alles geschauspielert ist. Ja, aber als Kind hat man das, glaube ich, nicht gelernt. Ja, doch, ich habe es dann halt gelernt, weil mein Vater der fand das ja immer ganz gut, der hat mir das dann irgendwann erzählt. Warum spoilert er die nur so hart? Weiß ich nicht. Hat er all deine Träume zerstört? Ja, das nicht. Ein Das ist bisschen. immer ganz cool, wenn ich das maskierte Wrestling sehe mit den Luchas. Lucha, keine Ahnung. Das war letztens sehr lustig, hatte ich mit Grill Galileo geguckt. Und da hatten sie den kleinsten Luchador der Welt. Der war halt irgendwie 1 Meter groß oder sowas. Und der hat dann im Interview die ganze Zeit die Maske aufgehabt. Weil es halt hieß, er darf als Luchador die Maske nicht abnehmen. Weil wenn man ihn erkennt und weiß, wer er ist, dann darf er irgendwie nicht mehr Luchador sein oder sowas. Dann habe ich mich gefragt, Alter, der ist 1 Meter groß. Den erkennst du doch trotzdem auf der Straße. Weiß nicht, denkst du, es gibt nicht so viele Mitches da, wo er Ich glaube, die wohnt? hatten gesagt, das ist der kleinste Mexikaner der Welt oder so. Das war schon ein bisschen sehr Okay, ja, abstrakt. dann ist es, glaube ich, sehr schwer, den nicht zu erkennen. Okay, so, jetzt hilf mir mal ein bisschen Platz zu machen. Du kannst hier gleich oben bleiben. Ich hole nur den Boss an. Ich erzähle dir am besten noch grob, wie der funktioniert. Du kannst ihn nicht verwunden in der ersten Phase. Aber der hat haufenweise kleine Kackbälle, die um ihn rumfliegen. Und Mag ja Kackbälle. die musst du alle kaputt machen. Danach kann man gegen den Boss kämpfen und der teleportiert sich immer rum. Jetzt habe ich da ein Stück Wurst hingehangen. Ja. Am besten du hast eine Waffe, die gut Rückstoß hat für den Boss dann, wenn er in seiner zweiten Phase ist. Ich habe ja keine Ahnung, was jetzt für ein Boss überhaupt kommt. Also kann ich den Ja, mit dem Schnellding hier ja. Das stoßen? hat Extremely Weak Knockback steht an der Waffe dran, also Achso, das wahrscheinlich steht nicht. da dran. Ja. Ah. So, muss mal gucken. Very weak, weak. Average Knockback hat mein Speer, aber mein Speer kann ich glaube ich nicht so gut auf Distanz benutzen. Also ich habe nur den Boomerang mit Knockback und das Schwert, was von oben den Stern runterfallen lässt, das wird dir nicht viel bringen. Ja. Okay, dann gehen wir wieder nach oben. Ich komme gleich nach. Na dann, vergiss nicht, die ganzen Augen kaputt machen und achte auf dein Leben. Lauf! Ah! Er teleportiert sich rum. Da ist er. Oh, Lex. Warum Lex? Weiß ich nicht. Lex bei dir auch? Ja. Oh, okay, es hat aufgehört. Okay, die Augen sind fast alle kaputt. Das läuft irgendwie viel zu gut wieder. Oh. Oh, zweite Phase. Okay, baller ihn einfach an, wenn du ihn siehst. Der teleportiert sich immer random um einen herum. Ja, ich mache einfach die Dinger, dann soll er rein. Und du siehst langsam Illusion Level 100 hier von ihm. Und es wird immer mehr Illusion, aber wir haben ihn gleich sogar schon geschafft.
Mann, das läuft ja heute richtig gut mit den Bossen. What the fuck? Ja, easy.